So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir reingehen, erstmal nochmal Dankeschön an alle, die gestern mir irgendwas geschenkt haben. Grüße gehen da raus an Zampal, an Melli und natürlich an Barbosa bzw. Moritz. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich sage ja, wenn ihr so weitermacht, habe ich bald echt den ganzen Shop. So, ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. So, was haben wir drin? Okay. Sonnensoldatenpaket. Inzwischen hat sich Fortnite anscheinend Spaß. Also, Fortnite denkt sich, packen wir doch einfach mal alle Skins in Pakete. Also, das Paket mit dem Skin. Warte mal, ich mache es ein bisschen größer. Lol, klappt wieder gut. Also, einmal mit Typ Noah. Sonnenaufgang. Dann Sonnenvogel mit passendem Rückenaccessoire. Dann haben wir natürlich das ganze Paket mit der Pickaxe noch dabei. Was haben wir noch drin? Das Rückenaccessoire. Ja gut, zwei Skins. Eine Pickaxe, ein Rücken. Ne, zwei Rückenaccessoires. Ist schon okay. Aber 2400 V-Bucks. Also wenn man das Paket haben will, klar lohnt sich das, wenn man beide Skins eh mag. Aber so an sich halt schon ein bisschen teuer. Finde ich persönlich. Dann haben wir des Weiteren Wanna See Me drin. Habe ich euch aber nochmal als komplettes Video hochgeladen, oben rechts. Ihr wisst ja Bescheid. Dann Komplex hat einen neuen Stil bekommen. Nämlich den hier. Sieht auch nicht schlecht aus. Den gab es ja damals zu gewinnen bei irgendeinem Turnier. Ich habe in dem Turnier damals, in Anführungszeichen, wo sie nur die Pickaxe bekommen. Aber die Pickaxe, die gefällt mir trotzdem. Aber 1200 V-Bucks wäre sie mir auch nicht wert. So, was haben wir noch drin? Exil. Dann Farbfleck, dann Scharlach Natter, auch in verschiedenen Stilen. So, einmal nochmal die Gold-Silber-Variante, Gold-Weiß. Dann natürlich passende Rückenaccessoire dabei. So, des Weiteren haben wir vorschlose Fangzähne. Ah. Ja. Dann die Himmelsnatter. Deckleiter an sich gefällt mir also vom Aussehen richtig gut. So. Das hat man schon. Dann haben wir bewegende Duellantin. Eigentlich auch ein schöner Skin. Ohne Quatsch. Wechselt der Skin? Macht das selber? Ne, muss ich reingehen. Also einmal in der Maskenversion und einmal komplett normal. Auch ein schönes Skin, wirklich. Dann haben wir gestrandeter Jonesy. Der ist eigentlich auch ein geiler Skin, ne? Ist zwar ein bisschen crazy, aber trotzdem schön. So, dann Butterbudensause. Dann galaktische Spirale. Shanti für das Team. Und dann haben wir Klack heute drin. Und da sind wir eigentlich für heute auch schon wieder durch. Nämlich die ganzen Ostergeschichten sind natürlich auch noch drin. Hier die ganzen Osterskins. Man kennt sie. Dann die auch noch. Auch hier die zwei Emotes natürlich immer noch drin. Dann das Sturmlichtpaket. Grüße gehen nochmal raus an Zampal. Vielen Dank für den Skin. Dann haben wir letzter Lacherpaket natürlich immer noch drin. Aber für 20 Euro statt für 30 Euro wie vorher. Dann wisst ihr, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen. YT-FamilyHack. Grüße gehen raus. Dann haben wir noch ein Paket drin. Das hatte ich gestern ganz vergessen zu sagen. Nämlich, wir haben das Paket nämlich noch drin. Mit dem, jetzt komme ich nicht drauf. Mit den Lava-Skins. Das ist einmal der Skin. Warte mal, finde ich die Sachen nicht so? Lava. Aber hier sind nur die zwei Skins drin. Meine ich jetzt, das Problem ist, ich sehe das Paket nicht, wenn ich es schon gekauft habe. Ist natürlich ein bisschen blöd, was das betrifft. Aber auf jeden Fall, das Paket ist auch noch drin. Dann gehen wir ganz schnell rüber zu Rette die Welt. Gucken, was wir da haben. Ne, in Rette die Welt gibt es heute keine einzige V-Bucks-Mission. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber man kann ja auch nicht jeden Tag irgendwas geschenkt bekommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Shop. Und euch viel Spaß noch beim Leveln. Ich sage ja, 102 sind wir jetzt. 110 ist mein Ziel erstmal wieder für eine neue Stilvariante. Und in dem Sinne sage ich euch noch einen schönen Tag und haut rein.